Die sechste Welt ist das bereits und mit den beiden Lifts von Benny und Björn werden wir hier durch die Lüfte geflogen, aber die beiden sind Schweizer. Besuche doch auch mal meinen Bruder Björn oben am anderen Lift, er freut sich. Möchtest du den Sessellift benutzen? Na gut. Super Burschi, auf wie geht's? Oder sind's doch Bayern? Naja, es ist mir alles, ich bin aus Hessen. Bei mir sind sie alle relativ normal. Die können machen, was sie wollen. Aber in Bayern gibt's keine Sessellifts, wie in den Alpen. Gut, Lundenlupf, machen wir lieber damit weiter. Der nächste Level ist auch ein sehr besonderer. Und kein allzu einfacher, aber ich hab's gesagt, das ist ja schon die sechste Welt. Das fühlt sich gar nicht so an. Aber wir sind weit gekommen. Batz. Ein voller Erfolg. Die Lunte brennt. Was ist überhaupt für eine Lunte, die steif gerade runterführt, ne? Soll mir nur recht sein. Gewissermaßen, es ist ein vertikaler Scrolling-Level. Batz. Wie ich Scrolling-Level liebe. Unfreiwilligerweise. Die Lunte brennt. Hier brennt nicht nur die Stimmung, hier brennt auch... Du lässt ja auch das Wasser anbrennen. Wollte gerade sagen, das ist ein bisschen eng für das dicke Baby. Im grünen Strampleranzug. What? Ach, das war nicht hier, das war weiter oben. Ich denke, wo ist das Fass, das eben noch da war? Das war ja nicht zu fassen, diese Angelegenheit. Gut, reiß dich mal zusammen. Obwohl wir nie auseinander waren. Yay. What? In Blödheit getauft. So steht es geschrieben. Jetzt aber mal ohne Flachs. Wir müssen hier was erreichen. Sind bisher nicht weit gekommen. Das war jetzt nicht das Grüne vom Ei, die Leistung. Bisher. Hier gibt es auch viele Verstecke. Ich habe Angst, was zu übersehen. Dass der da dann aus dem Himmel emporkommt. Das habe ich nicht riechen können. Tut mir leid. Nee, das geht schon. Mittelfass sei Dank. Falls deine oder andere sich gefragt hat oder gedacht hat, warum machst du nicht die 105%? Dass man das Ganze auf dem Hard-Modus hat, ohne Checkpoint-Fass und so. Sage ich nur schon mal Danke. Danke. Nein, das hier ist einfach besser Let's Play geeignet. Kann man natürlich als private Herausforderung gern machen. Aber man muss die Lunte wechseln. Ich hab die Lunte gerochen. Aber das ist einfach nervig. Es gibt Wege, wo man da rechts rein kann. Guck, der ist zu fett. Für sowas. Deswegen sollten wir mit Kitty beginnen. Aber mal ernsthaft, manchmal in so Situationen wird das einfach zu eng. Dass diese Flamme auch kein Erbarmen kennt. Guck. Meine Fresse jetzt. Das ist mal wieder ein Start in den Part nach Mars. Genießen wir einfach die schöne Aussicht da hinten, den Canyon, das hat doch was. Ja, das Ganze ähnelt ein bisschen Try and Error. Ich habe ja keinen Alzheimer, nur manchmal. Und das weiß ich ja jetzt, wo was ist, wo was kommt, wo nichts ist, wo nichts kommt. Na? Da ist nichts. Damit kommen wir immer ein Stückchen weiter. Aber hier ist doch die Banane, die einem zeigt, was abgeht, ne? Dann finden wir mal das Münzlein. Und hier sind sie sogar noch ein bisschen schneller unterwegs, aber ich bin auch noch schneller. Da kommt die Flamme kaum hinterher. Da sehen wir es. Habt ihr gesehen, wenn es abbrennt, fällt die Flamme wieder runter. Der Aufwand hat sich gar nicht gelohnt für dich. So. Schön. Nimm mit, was geht. Ist kein Problem. Checkpoint Fass! Darf auch nochmal erwähnt werden. So, das sieht spannend aus. Klar, immer her mit den Goodies.
Wir haben alles, was es braucht. Bum 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 bum. What the? Ich wollte gerade sagen, dreht sich da noch eine halbe Stunde, das ist ja ebenfalls, das schlägt ja, das ist ja ein Fass ohne Boden. Ach, sag das doch! Ich dachte, da ist wieder ein Seil. Den Job als Hellseher, den habe ich schon lang aufgegeben. Ich war nicht so gut da drin. Ah! What the fuck? Was geht denn da ab? Bienenparty! Aber nur für Bienen, die grün sind und eine Kreissäge am Hintern haben. Das sind echt alle Cyborgs, oder? Umgebaute Deppen. So, jetzt haben wir eine gute Ausgangsposition. Wenn Kitty getroffen wird, haben wir immer noch Dixie. Die Reihenfolge gefällt mir besser. Na, 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 na. Das hätte aber trotzdem nicht sein müssen. Das Fass ist ja auch nur zum Spaß da. Ups. Das war nicht so. Jetzt haben wir es wieder so, aber wir können ja auch nicht tauschen. Naja, könnten wir theoretisch, wenn ich mich treffen lasse, aber... Ha, ha, ha. Was ein nervenaufreibender Level. Jetzt kommen wir an diese Stelle. Siehste, gemeistert. Wenn man erstmal Dixie dran lässt, dann wird alles gut. Der nächste Bonus-Level und hoffentlich der letzte. Ja, immer wechseln, ne? Oder wollen sie mich mal austricksen? Hauptsache, ich hab das Ding. Ne, nicht austricksen, einfach wechseln und hoch mit dem Affenhintern. Ah! Ach, der kommt ein bisschen quer. Ich hab gerade gedacht, was ist mit dem los? Den wird langweilig einfach nur, denselben Weg zu gehen. Und was hier so los? Das G, das ist erfreulich. Das G ist doch der Geheimtipp. Na, wisst ihr, wer da drin ist? Da so eine Vermutung. Und ich brauche... Ja, wenn ihr das... wenn ihr alleine seid, dann ist es echt böse und schwierig. Problem gelöst. Das war sehr mutig. Nein. Du Nullnummer darfst dann da nicht dran. Deine Fahne hissen. Kannst zum Bierkarten gehen und da deine Fahne hissen. So, wir sollten zu Björn gehen. Gehen wir doch mal zu Björn. Björn Beton. Jodel die Höhe. Die Affen sind los. Alles klar, Kungs. Ich bin Björn. Mein Sessellift ist futsch. Ich habe meinen Schraubenschlüssel jemandem geliehen. So ein Copyright-Acker. Hey, da ist mein Schlüssel. Gib's mir zurück. Er gehört sowieso dir. Tausend Dank, Kongs. Von nun an kannst du immer in meinen Sessellift fahren. Dann benutzen wir den nochmal. Den Schraubenschlüssel haben wir auch bekommen im Tauschgeschäft. Mit dem einen, der Tauschgeschäfte macht. Der hat ja den Spiegel gebraucht. Von Bazaar. Gipfelkitzel. Das ist ja ein Nervenkitzel. Mal gucken. Das ist ja recht einfach, wenn er dreimal an derselben Stelle ist. Bislang fehlerlos und ich will und werde das bis zum Schluss durchhalten. Bin doch kein Grundschüler mehr. Und selbst die kriegen das hin. Inklusive mir. Ja, ich bin noch mit. Habt ihr gesehen? Es war pixelgenau. Dass ich da noch mit durfte. Level 3 dieser Welt. Flutlichtfische. Wisst ihr, was ich noch mehr hasse als Scrolling-Level? Dunkelheit. Level, in dem man nichts sieht. Und ich dachte, ich kann den anpieksen. Naja, zum Glück ist hier ja. Ist ja ein Donkey Kong Fass. En garde.
Der ist der Mann des Tages. Oder, naja, es hat ihn noch niemand nach seinem Geschlecht gefragt. Naja, Dunkelheit ist so eine... Dunkelheit ist so eine Sache. Denn man kann ja trotzdem noch ganz gut erkennen, was da vor sich geht. Hä? Rumpelt die Katz? Hat der En Garde seine Tage oder was ist da los? Schauen und nicht erlebt. Die Clownfische erledigen den riesigen Schwertfisch mit ihrer bloßen Anwesenheit. Was ist denn da los? Kann der die Gegner... doch die. Erledigen, ohne dass man was drücken muss. Den Großen nicht. Ich halte hier jetzt erstmal Maulaffenpfeil. Mir klappt hier die Kinnlade auf. Auf die nix untere Etage. Was soll das denn? Was hat denn auf einmal für ein Verletzungsradius? Unglaublich. So. Mir alles schnuppe jetzt. Und damit nicht unbedingt die Sternschnuppe. Gut, ich hätte Licht anmachen können. Ich murz, dass es dunkel ist, aber lass es dunkel, weil... Weil Baum. Das muss so, das hat so. Steilomat. Wohoho. Hier gibt es eine Wegabzweigung, aber nur für das O. Oberirdisch geil. Ah. Diese dicken Lichtfische. Boah. Das war der Killer-Clownfisch. Diese dicken Lichtfische, die sind... Oh lala, was haben wir denn da? Ich dachte, das wäre der Originalweg. Dass die einen überhaupt verletzen, das wundert mich zutiefst. Also jetzt die Kunst hier im Dunkeln, die Christbaumkugeln einzusacken, die mal Sterne waren. Ja, wie gesagt, man sieht ja noch genug. Das ist einfach nur nicht so attraktiv für meine Let's Play-Zuschauer. Stört euch das? Gehört halt zum Level, mein Gott. Das ist hier so. Ich mach das Ganze mal wieder. Zack. Hält aber nur kurz. Das war dämlich, ja. Man kann die pieksen, wenn die auf sind. Aber wenn die so halb zu sind, dann sollte man es lassen. Oh, what the f? Hatten wir nicht schon zwei Geheimräume? Mann. Jetzt. Mach hell. Du bist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, oder? Schwupps sind die Fische rasiert am laufenden Band, ey. Ja, schnell jetzt hier durchzuspeeden ist natürlich auch eine gewagte Angelegenheit. Aber bislang werde ich dafür nicht bestraft. Und gerade wo ich das sage, ist es geschehen. Das war der erste Bonusraum, ne? Jetzt gehen wir mal den Originalweg weiter. Okay, hier hat mich das Bonusfass wieder rausgelassen. Und mit denen sollte ich nicht so spaßen. Ja, kein Problem, den kann man ausweichen. Ob es davon noch eine riesige Variante gibt. Guck mal, wieder kurz vorm Checkpoint-Fass. Typisch. Aber ansonsten sollte das ein Level ohne größere Bedeutung sein. Auch hier bin ich ja fast der Meinung, der Level war normal. Genauso wie Alligator-Attentat, ne? Wo sie dann das Fadenkreuz eingebaut haben. Tue ich nur schätzen einfach mal, ja? Das ist jetzt kein Fakt, was ich erzähle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Level einfach mal normal war. Und weil er so nothing special war, haben sie dann etwas eingebaut damit. So, es gibt hier leider so 500 Wege, dass ich nicht sicher bin, wo ich hin will. Hier ist nichts. Ah, sag das doch gleich. Hier sind nur Banenjö, sag das doch. Mann.
gibt nur einen Weg. Aha. Blablabla. Da vielleicht oben? Muss hier mit allem rechnen. Die können fies sein, die Herren Entwickler. Von 1996, die wussten, was sie tun. War ja nicht das erste Donkey Kong Country, das sie gezaubert haben. Und das in ziemlich kurzem Abstand. Wenn ihr jetzt mal so guckt, Donkey Kong Country Returns und der Nachfolger Tropical Freeze, wann sind die erschienen? 2010 und 2014. Und Donkey Kong Country, war das 2014? Ja, klar. Und Donkey Kong Country 1, 2, 3? Ja, 94, 95, 96. Also zwischen 94 und 95 sind rausgekommen. 94 und 96, ne? So gesehen innerhalb von 3 Jahren. Und von 2010 bis 2014 waren es schon 4 Jahre Unterschied. Dabei kam mir das gar nicht so lang vor. Wie muss es den Leuten damals vorgekommen sein? Schon wieder ein neues Donkey Kong Country? Alle Jahre wieder. Ich meine, ich war noch jung. Ich habe das mitbekommen, ja. Ich habe es abgefeiert. Aber mir ist es nicht so vorgekommen. Also, dass zwischen Returns und Tropical Freeze so viele Jahre liegen, das... Gut, man muss ja dazu sagen, Returns Ende 2010 und Tropical Freeze Anfang 2014. Muss man auch mal so berücksichtigen. Ja, da unten ist ein Bonusfass. Yes. Gott sei Dank, ich hatte doch irgendwas noch im Urin. Kalkstein. Nein, ich wusste das halbwegs. Ich hab's geahnt. Naja, von Ahnung kann man ja nicht sprechen. Schließlich habe ich das Spiel schon mehrmals zu 100% gelöst. Da ist es verständlich, dass das eine oder andere hängen geblieben ist. Ich bin ja generell ziemlich hängen geblieben, deswegen fällt das dann gar nicht so auf. Schwupp! Voll gepiekst, Alter. Er hat mich gepiekst. Geht's hier lang? Was ist da unten gewesen? Ja, wenn immer so viele Wege sind, was soll ich machen? Hier geht's wohl weiter. Schande. Was ist denn hier? Ach! Ich bin außen rum, in der Mitte ist es Bonusfass und unten geht's weiter. Guten Morgen, Kumpel. So. Vorsichtig. Die bewegen sich neuerdings. Schön. En garde, danke für deine Kooperation. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Naja, vielleicht hätten wir es doch mit dir geschafft, aber trotzdem. Ohne dich geschafft. Ich habe schon die Luft angehalten, ob wir jetzt 2 Kongs brauchen. Wie das ja schon mal war nach dem Unterwasserlevel, aber nope. Auch die Donkey Kong Münze ist einfach nur geschenkt, in den Weg gelegt. Finde ich daneben. Da hätte ich mir doch irgendwas einfallen lassen. Den Level irgendwo nochmal verändern. Dass man nochmal ein Secret hat, wo man die Donkey Kong Münze finden muss, ne? Das wäre echt der Höhlen-Humbug schlechthin gewesen. Humbug. Das ist ein geiler Level. Der ist episch. Das ist quasi, kennt ihr den letzten Level von Donkey Kong Country 2? Die tierische Parade. Wenn ich mich nicht vertue, gibt es ja auch wieder alle ganz viele tierische Helfer. Perry ist wohl nicht dabei. Den Anfang macht Squawksy Boy. Papagei als Hauptberuf. Bombenstimmung hier. Bomben! Kokosnüsse! Oh, Achtung! Ich trau denen nicht. Ich guck mich mal da um. Okay. Ihr seid mir nicht geheuer. Wir hatten ja schon das eine komische Level mit dem... mit dem lila Squawks. Jetzt sehen wir übrigens zum ersten Mal, wie Squawks seine volle Kraft benutzt, um Dixie und Kitty, ja sogar das Schwergewicht, zu tragen. Ich bin der Meinung, mit dieser Leistung hätte er es sogar geschafft, Donkey Kong zu tragen.
So, hier ist Ende, ne? Oh, bloß noch nicht ins Wasser abtauchen. Wir müssen hier hochschwimmen. Da gibt es Secrets, dachte ich. Squawks ist weg. Sobald man mit Squawks im Wasser kommt, fliegt er weg. Aber wahrscheinlich ist das die einzige Stelle überhaupt, wo Squawks mit Wasser in Verbindung kommt. Deswegen ist das so gewollt einprogrammiert. Unschwer zu erkennen. En Garde ist der zweite. Ich habe ihm eben noch gedankt und jetzt darf er gerade wieder seinen Hintern aufreißen. Hinhalten darf er. Aber wird er bald abgelöst. Ist hier oben was Cooles, Spannendes? Nope. Ich finde es aber cool, dieses Höhlenambiente. Like that. Auch die Musik hat was. Ich weiß nicht, was sie hat. Ein Beat. Das oben. Mitnehmen. Ich lasse doch nichts zurück. Wir lassen keinen Mann zurück. Ellie! Mensch, lang nicht mehr gesehen. Das letzte Mal beim Wasserfall-Endboss. Haben wir die seitdem gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, seitdem hat die Urlaub gemacht und kehrt jetzt mit frischer neuer Energie zurück. Das war gar nicht gut. Aber zum Glück kann sie ja schwimmen. Die Elefantenkuh. Ich war halt am Überlegen, ob wir hier hoch wollen. Die Antwort lautet ziemlich eindeutig nein, aber der lässt uns nicht mehr weg. Auf der anderen Seite ist eine Münze, aber die lasse ich jetzt mal da liegen. Es wird mir zu heikel für eine Bärenmünze. Gebe ich das Risiko nicht ein. Ich möchte dazu sagen, vielleicht hätte man den Bärenmünzen mehr Bedeutung geben sollen, weil die sind ja für nichts mehr gut jetzt. An für sich, wenn man das so sagen darf. Hier oben ist Squitter. Ich will aber nicht. Ich bin noch nicht fertig. Ich könnte schwören, da war noch was. Warum wird man gezwungen? Ich gehe jetzt weiter, aber ich bin mir sicher, ich habe da was verpasst. Mann, ich hätte doch mit den Kongs im Wasser tauchen können. Warum konnte man da nicht zurück? Seid ihr doof oder so? Ich habe gedacht, ich bin auf den Spuren eines Bonus-Levels. Pustekuchen, hier vielleicht. Na, vielleicht war ja da gar nichts. Wir erfahren es gleich. Direkt nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Quatsch. Bleibt sofort dran. Nicht, dass ich hier noch ernsthaft Zuschauer verscheuche. So, immer den Bomben ausweichen. Die haben immer wieder Probleme da. Aber relativ einfach. Einfach in Sicherheit bringen. Irgendwelche Geschenke und irgendwelche Bonusmünzen wirst du schon auf dem Weg einsammeln. Das war aber schon eine gute Quote, was die Anzahl der Bonusmünzen angeht. Haben wir denn noch den Herrn Coin irgendwo hier? Der fehlt. Wenn ich keinen Alzheimer habe, dann fehlt er. Warte. Schlechtestes Ergebnis ever. Kein Coin, nicht alle Bonuslevel. Heftig. Ich glaube, das habe ich im letzten Donkey Kong Country 3 Let's Play so nicht hinbekommen. Das schreiben wir doch auch mal Geschichte. Weiß ich aber nicht. Kann sein. Hier habe ich mir doch alles genauestens angeschaut. Ich werde jetzt erstmal dabei Ellie gucken. Und wie immer führt Hektik zu nichts. Wir sind mit Ellie wieder hier. Ach, guck mal, über den N ist ein Bonuslevel. Ich glaube, mein Elefant pfeift Lambada. Okay. Ja, also in den Bereichen von... Okay, so soll man das einsammeln. Ich bin geschockt. Oder wir machen das einfach so. Es geht aber... Mit Kitty allein ginge das nicht. Ja, in den Bereichen von Squawks und En Garde war rein gar nichts zu finden. Das muss hier etwas zu tun haben mit Ellie. Moment, die ist jetzt weg, ne? Gut, wir tauchen einfach mal.
Hier kann ja kein Coin sein. Lass mich dein Coin sein. Was? Wo ist der Bursche? Okay, hier war er bislang nicht, aber vorher kann er auch nicht gewesen sein. Also muss er irgendwo im Squitter-Bereich liegen. Irgendwo da oben sowas. Vielleicht sind wir schlauer. Ich werde mir das wohl ein bisschen genauer anschauen müssen. Ne, da gibt es nirgendwo Wege. Schnell, schnell. Hier nichts. Der spuckt das G aus. Bin ich bescheuert? Ja, bin ich, aber trotzdem. Wir gucken uns da oben nochmal ein bisschen genauer um. Da ist ein Bonus-Level. Diesmal hat er sich versteckt, der Bursche. Da ist nichts. Kann nochmal eins machen. Nee, warte. Tatsächlich. Der Schweinepriester hat sich hier versteckt. Und ich bin noch am Überlegen. Also ich stehe vor der Ziellinie und mache diesen Ellie-Bereich dafür verantwortlich. Dabei war er hier. Man lernt halt nie dazu. Man lernt nie aus. Aber für mich vielleicht auch, man lernt nie dazu. Jetzt würde mich noch eins interessieren, kommen wir einfach hoch? So? Ja, eigentlich schon. Also wir brauchen Squitters Netz nicht, auch wenn es so ausgesehen hat. Von 0 auf 100 haben wir den Level also geknackt. Ich bin total beknackt. Und im nächsten Part winkt Ropey Rumpus und der Boss der 6. Welt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch für mich übrig habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.